jetzt auch von mir mit Gesicht ein herzliches Willkommen. Welcome to Feinberg auf my channel. Ja, willkommen zurück. Ich gucke mir gerade total viel englische, aus Amerika total viele Blogs an. Richtig cool. Die machen die Blogs natürlich ganz anders wie wir. Aber vielen Dank fürs Einschalten zu meinem letzten Video. Hat mich gefreut. Und ja. Was gibt's Neues? Ich bin gerade, es ist Mittagszeit gerade. Bin gerade mit den Hunden draußen. So schönes Wetter heute, so schönes Frühlingswetter. Oh, ist das schön. Heute ist mein Husten auch nicht ganz so doll. Gestern hatte ich wieder tierische Anfälle. Hab da jetzt so ein Spray bekommen und inhaliere jetzt so. Also mit Kamillentee einfach nur. Und Hustensaft, sowas soll ich alles gar nicht nehmen. Muss jetzt aber nochmal wieder einen PCR-Test machen, damit ich überhaupt wieder arbeiten gehen darf. In der Pflege ist das alles ein bisschen anders, als wie wenn man auf dem Bau arbeitet. Da ist es so, dass man sich sogar nach 7 Tagen, glaube ich, oder nach 5 Tagen sogar freitesten könnte. Ach, sowas gibt es bei uns gar nicht im Krankenhaus. Komisch. Aber ist halt so. Ist wahrscheinlich, weil man da mit den Patienten und so ein bisschen enger beieinander ist. Ja, was gibt es sonst so Schönes? Bei diesem tollen Wetter geht es mir wirklich gut, muss ich sagen. Ich freue mich. Ich habe heute mal so ein bisschen meine Morgenroutine abgedreht. Oh, jetzt nicht so mit Bett aufstehen und so. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Da sehe ich schon ein bisschen verdüdelt dann aus. Da würdet ihr gleich wieder abschalten. Ja, ansonsten. Ja, ich genieße jetzt erstmal diesen Spaziergang mit den Hunden und dann sehen wir uns später wieder. Achso, wenn ihr euch wundert, wer er ist Amigo, weil er mich noch nicht so verfolgt. Auf Instagram habe ich ihn ja manchmal auch schon mal drauf auf den Stories. Amigo ist der Hund von dem Kumpel, mit dem der Hanni zusammen wohnt. Und dadurch, dass ich mit Kuba fahre, nehme ich ihn immer hier ans Hände mit. Ich muss mir ja noch einen Hund anschaffen. Ja. Liebe Hunde, vor allen Dingen Labrador, die sind so toll. Und ich finde auch so, sie beide zusammen sind wie dicke Brothers. So, stelle ich jetzt mal hier rauf, ich wollte euch kurz mein Auto zeigen, ja. Ich finde diesen Look mit den Socken so cool. Also, der Hanni hat ihn früher mal gehasst. Aber mir ist das total egal. Ich liebe das. Und ich liebe es, wenn man sich morgens schon sportlich anzieht oder macht man direkt Sport. Also dadurch, dass ich so krank bin, kann ich im Moment noch gar nichts machen so richtig. Ich habe gestern... Da war der Akku leer. Und ich habe extra mir schon ein paar mehr Akkus mitgenommen, weil ich mir das schon fast gedacht habe. Ich wollte ja ein bisschen professioneller werden. Also, der letzte Rest war, glaube ich, dass ich Hoodies liebe. Vor allem die schönen Farben, diese kräftigen Farben. Weil viele laufen ja nur in Grau und Schwarz rum, ist gar nicht so mein Ding. Und ich liebe es, Leggings zu tragen. Und dann genau das hier. Diese Socken dazu. Ich liebe es, ja. Kann ich gar nicht sagen, warum. Also manche finden das assi, aber ich finde das total cool. Und ich lebe gerade in Leggings. Ja, so bist du. Zu bequem für zu Hause, du siehst sportlich aus. Also du musst nicht mal sportlich sein, aber du siehst sportlich aus. Das ist doch erstmal, solange ich krank bin, top, oder? So, ich bringe jetzt die Hunde weg und mache dann noch ein paar Erledigungen. Ich muss Pakete wegbringen, ich muss nochmal in die Schule, dann, also Uni, und dann muss ich nochmal, ich muss einkaufen gehen. Und mehr muss ich eigentlich nicht machen. Das reicht auch. Wer könnte auch wieder K.O. sein. Also, dann fahren wir mal.